Ich gehe nirgendwo hin. Methusalem, der Kerl. Scheiße. Hast du das gesehen? Der lebt. Das ist unmöglich. An diesem Ort ist nichts unmöglich. Oh, Scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit. Sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun? Er kann nicht so bleiben. Ja, nun, er hatte Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Nein! Das lockt die Vampire an. Ich mache es. تحت الوقت في موتك mal sagen. Thank you.
sieh mal. Sie sind im Kampf gestorben. Wie Hunde beim Streit um Futter. Ich hab da was für dich! Ich geb Deckung! Los! Fuck, Nicky! Du warst echt die verdammte Kavallerie! Dachte, du wärst tot. Noch nicht ganz. Colonel! Sie leben! Durch den Tunnel zu kriechen, war wirklich mehr als unangenehm. Schön, Sie wiederzusehen. Hier, meine Hand. Gut, dass du hier bist, Mann. Dieser Ort. Was ist das hier? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Sergeant Kay, was haben wir noch? Wir haben, 8 Magazine 5.56 FMJ, 3x40mm Explosivschuss, 2 9mm Pistolen und 4 Magazine. Das sollte passen. Und 2 Phosphorgeschosse. Oh, und ein Block. Composition C4. Was ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Einen Moment. Es reicht einfach nicht. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden, aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Fackeln so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra! Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ist nicht sehr viel drin. Ich kann nur eine Person verarzten. Darauf wäre die Presse zu Hause echt scharf. Unsere Forscherkumpel waren wohl auch hier. Wir sollten uns besser nach etwas umsehen. Da. Ich hab's.
Komm, ich helf dir. Geht schon. Ich hab das schon mal gemacht. Und ich viele Male seither. Tut mir leid. Rachel, warte. Es tut mir leid. Du warst bei sowas schon immer besser als ich. Wenn du mich brauchst, ich bin da. Er davon. Geht es wirklich nur um diese Tafeln? Könnte ich nur noch mal die Sonne sehen? Sonne und ein kaltes Bier. Alle wissen jetzt über Nick und dich Bescheid, oder? Ist besser so. Geheimnisse hin oder her. Sie machen einen nur krank. Hier drüben. Hab was gefunden. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Keiner von ihnen hat überlebt. Sind wir sicher, dass das klappt? Wird es. Diese Sache zwischen uns beiden. Vergiss es, Nick. Ich wollte nur... Halt! Konzentrier dich auf unser Ziel. Nur so kommen wir hier raus. Okay. Es muss etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Das ist Cetus, der Wal. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel.
Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte sich's allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache war Musik. Wie könnten sie da nichts fühlen? Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte und sie bekämpften einander. Was ist passiert? Eine Krankheit. Wahnsinn. Wir wurden aus den Architekten Killer. Was es auch war, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere, tote Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten. Und zwar auf uns. Scheiße! Rachel! Rachel? Rachel! Oh shit, Rachel! 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 Rachel, sieh mich an! Es ist in mir drin. Mir leid. Sie kamen von den Sternen. Das hier ist eine Arche. Tu doch was, sie wird zu einem von denen! Bitte, Rachel, du musst durchhalten. Es bringt mich um! Ich mach dem Elend ein Ende. Halt sie fest, verdammt! Wir können sie noch retten. Es muss einen Weg geben, das darf nicht sein! Es geht nicht anders. Halt sie fest! Ich muss dich ausschalten!
Es musste so sein. Hoch jetzt, Sachan-Kay. Die Dinger sind nicht blöd. Die haben den Schuss gehört. Wir müssen verschwinden. Sie auch, Colonel. Wir müssen los. Leb wohl, Rach. Ich werde dich immer lieben. Siehst du, was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Shit, die schlüpfen. Wir müssen hier weg. Schnell! Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Wir haben Rachel verloren. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Salim, bereit? Oh ja. Okay, dann lassen wir es krachen. Okay. Wer platziert das Dynamit? Ach, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns. Wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich es nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Du brauchst das. Oh ja, danke, Colonel. Schwer zu erkennen. Was sind das für Maschinen? Da ist einer vor ihm. Links von ihm. Nick, die Kokons vor dir brechen auf. Mach schneller!
Erste Ladung platziert. Over. Wo lang? Links, rechts. Langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Okay. Ich komm zurück. Den Knopf! Der Sprengstoff hat's echt gebracht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Salim! Er lebt noch! Salim, komm schon! Hörst du mich? Bin umzingelt. Ich stecke in der Klemme. Vampire. So viele Vampire. Was überlegst du noch? Wenn wir zurückgehen, sterben wir auch. Er ist praktisch tot. Wir müssen weg. Der Mann gehört nicht zu uns. Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines, lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe. Sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen.
auch Spaß haben. Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hab ich. Verschwinden wir. Fledermäuse schaffen dich nicht. Oh Mann, das war so verdammt unglaublich. Die haben uns überrannt, aber Salim und ich sind durch sie durch wie beim letzten Touchdown des verdammten Super Bowl. Hört zu, wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid die Besten. Ach was, die Besten der Besten. Wir schaffen's. Nach Hause! Hurra! 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 Gleich nach. Siehst du etwas? Sie doch nie hergebracht.
Wir kommen hier raus. Einfach nur klettern. Noch bei mir, Kumpel? Hier sind zwei lebende Marines, die verdammt gern nach Hause wollen. Dropkick an Coyote 2. Funkcheck, over. Hier Rhino 1-5, bestätige. In 5 Minuten sind wir bei euch. Wo zur Hölle wart ihr? Over. Verstärkung ist unterwegs. Wir haben sie besiegt. Dieser Frieden ist so still. Puh, ob die Hirten wohl noch hier sind? Ich hab Lust auf ein Bier. Mann, welch ein Anblick. Ganz schön zugerichtet. Das darf doch wohl nicht wahr sein! So lang! Beschwer dich doch beim Mond! Sie dringen hier ein! Signale. Zünden. Wir halten sie auf.
Es war mir eine Freude. Schnell hier raus. Die jetzt noch stehen, die standen frei, und diese fielen frei.
Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück, andere blieben in der Dunkelheit. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielleicht wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass Sie nachts noch schön durchschlafen können. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird Ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Bist spät dran und siehst scheiße aus. Ich hab einen Nachtflug hinter mir. Was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Beinfreiheit. Musstest hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht gelesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyseteam? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Kuljak Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Bester der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber SANCOM ist besorgt wegen der Normarbeit. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Ich bin durch die Hölle gegangen, um Salim zu helfen. Der Mann war fünf von ihrer Sorte wert. Semper Viehscheiße nochmal! Und Rachel King? Wollen Sie auch die blutigen Details? Ich will alle Details. Ich schlag vor, Sie gehen selbst da runter und sehen sich um. Dann reden wir. Falls Sie überleben. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kuljak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Ich sage nichts mehr, solange ich nicht meinen Sohn sehen darf! So handhaben wir die Dinge hier nicht. Sie wissen gar nichts. Jason hat mich gerettet. Was sagt Ihnen das? Da unten war Ihr Scheißkrieg längst vorbei. Reden wir mehr über diese Kreatur. Die Vampire. Es ist recht schwer zu glauben, dass Sie sie damit getötet haben. Lassen Sie mich frei. Dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher Sie es hatten. Nein. Schluss jetzt. Ich hab's schon gesagt. Es war eine Stadt, eine ganze Stadt voll mit den Dingern. Da waren Kokons. Tausende von den Dingern. Wie viele der Organismen lebten dort noch? Zu viele. Ich hoffe bloß, dass sie alle verbrannt sind. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah. Und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Vergessen Sie alles, was Sie über Biologie wissen. Die Wesen sind hochentwickelt. Sie sind stärker als wir, intelligenter als wir. Wenn Sie der Lage Herr werden wollen, sollten Sie mich besser ernst nehmen. Niemand von uns zweifelt am Ernst der Situation, Colonel. Schließlich hat fast niemand aus Ihrem Team überlebt. Und damit muss ich leben. Sprechen wir über Kalos. Sie war infiziert. Ihr Team war gezwungen, sie zu... Der Parasit? Wurde entfernt. Kennst du ihr Profil?
Ja, sie hat's weit gebracht. Wenn das nicht passiert wäre. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar, bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. You wanna know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you?